wir haben ja schon viel erreicht mit unserem Verkehrssicherheitsprogramm 2010 bis 2020 und wir wollen natürlich den Weg fortsetzen, um noch besser zu werden und noch mehr Unfälle zu verhindern und die Unfallschwere noch weiter zu senken. Das neue Verkehrssicherheitsprogramm fokussiert noch mehr über die reinen Infrastrukturthemen hinaus zu denken und zu berücksichtigen. Das heißt auch oder insbesondere den Mensch und das Fahrzeug in allen Überlegungen mit einzubeziehen. Unser neues Verkehrssicherheitsprogramm steht ja ganz klar unter dem Motto des Safe Systems. Das heißt, das Fahrzeug, Lenkende und Infrastruktur optimal zusammenarbeiten müssen. Im Einzelnen betrachtet natürlich heißt das auch für alle beteiligten Personen und Menschen, die hinter den Fahrzeugen, hinter der Technik oder hinter dem Steuer sitzen und auch unsere Mitarbeitenden, sich immer bewusst zu sein, dass jedes Handeln auch etwas bewirkt und so im Teamwork das Gesamtsystem verbessert wird. Wir wollen im neuen Verkehrssicherheitsprogramm vor allem auch auf unsere Mitarbeiter eingehen, sie mehr zu schulen, besser zu schulen, noch qualitativ besser zu werden und den Straßenraum auch ausnutzen, beziehungsweise dort, wo er zu wenig Platz hat, bietet, noch mehr Platz für Arbeiten schaffen. Wir wollen aber auch mit unseren externen Partnern im Ereignismanagement noch besser und konkreter zusammenarbeiten, um einfach auch diese ganze Rettungskette zu beschleunigen. Das eine ist, wir fokussieren ja schon ganz klar auf unseren Kunden und die Kundinnen mit Kampagnen, um Bewusstseinsbildung zu machen auf die Themen, die derzeit anstehen und wo Probleme bestehen. Das heißt, wir sprechen das Thema Ablenkung, Unachtsamkeit auch direkt in den Kampagnen an. Oder wir bauen unsere passiven Sicherheitselemente entlang der Straße weiter aus, Leitschienen und Anpralldämpfer. Und wir versuchen auch schon den nächsten Schritt in der Kommunikation mit den Fahrzeugen zu kommen, über CITS-Anwendungen wirklich schon zwischen Infrastruktur und Fahrzeug zu kommunizieren. Im Prinzip ist es immer wichtig, sozusagen einen Ausblick und einen Weg zu zeichnen, wie wir die nächsten 10 Jahre arbeiten wollen, um systematisch und nicht zufallsbedingt zu arbeiten, sondern wirklich einen systematischen Schritt nach dem anderen zu machen und ständig und nachhaltig besser zu werden.